Nein, fahr los. Vergessen, dass wir beide fortfahren? Ja. Die Lords fahren mit dem Ford. Du hast eine deutsche Karte. Aber ist schon geil hier oben mit dem Fenster, ne, Holger? Also das ist schon echt geil. Der so Panorama, kann ich, der Ober. Ja, kann ich nachher auf jeden Fall in die Sterne gucken. Es ist gerade ein unfassbarer Vorfall passiert. Eine Autofahrerin neben uns hat einfach Gurkenscheiben im Gesicht. Sie hat wirklich Gurkenscheiben im Gesicht. Kein Spaß. Ey, ist ja krass. Wie geht denn sowas? Wieso macht sie denn? Kann ich nachher ranzoomen? Warum hat die denn Gurkenscheiben im Gesicht? Verjüngungskur während der Autofahrt. Warte, die kommt jetzt links. Nee, da nicht. Nee, die überholt uns nicht. Mann, ey, warum hat die Gurkenscheiben? Na ja, Verjüngungskur. Vielleicht macht sie unterwegs ein Tzatziki. Ey, das ist krass, oh, was? Für... Ey, die hat einfach Gurkenscheiben im Gesicht, kannst du euch fassen. Hab das noch nie im Leben gesehen. Warum macht man sowas? Oder hat sie die vergessen? Sie ist die Stirn. Ja, wenn es lange auf der Stirn klebt, dann ne, kann man sowas schon mal vergessen. Aber dafür ist die Technik geil. Ich mal fragen, ob sie noch einen Gin dazu braucht. Die Gurkentante ist raus. Wir können ja dann, wenn die Baustelle vorbei ist, können wir ja langsam fahren. Das sind vor allen Dingen, wenn die Baustelle vorbei ist, können wir ja langsam fahren. Wo war der Fehler? Ja, wo war der Fehler? Wir müssen jetzt langsam fahren. Ja, aber du musst ja nicht auf einer 120er Strecke 120 fahren. Nee. Sind wir jetzt eigentlich auf dem richtigen Weg? Ja. Oder müssen wir wenden? Da steht ja gar keine Kilometeranzahl. Hast du sowas gar nicht? Steht bei mir hier drin. Ah, das ist ja krass. Technik, Alter. Unglaublich. Nur noch 26 Kilometer nur? Krass. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal wenden. Bis zum nächsten Mal wenden. Die fährt ab, fahr mal langsam. Brenn mal ab jetzt! Nein! Ich will die halt! Ich kann ja nicht noch langsamer fahren. Bremst ab! Wir hätten ja hinterher fahren können. Ja. Wir haben es eh schon einmal verfahren. Aber wo wollten wir hin heute? Hier Teltow, da wären wir gleich zu Netto noch gegangen. Stimmt! Stimmt! Um mit dir noch kurz ja, zu und bauen. Da ist wieder die Auffahrt gesperrt. Ja. Wir gehen ja hier wieder rauf auf die Auffahrt. 10 Stunden später. Die Auffahrt gesperrt, sind wir immer noch. Beim Laden oder was? Ja. Ach Gott. Wir sind hier in Teltow. Wir sind jetzt schwer im Laden. Wir sind auf Höhe. Das ist doch nicht dein Ernst. Doch. Ey, ist ja unglaublich. Haben wir eine Ehrenrunde gemacht in Berlin oder was? Rund um Berlin. Richtig. Ich bin immer noch so fasziniert, Alter, von dem Panorama hier oben. Ne? Das ist unfassbar. Das ist ja wie Urlaub. Das ist ja Wahnsinn. Ich packe hier gleich mein Dings raus, mein Handtuch. Oh. Dann sonne ich mich hier in der Runde. Hey, Pippi Langstrumpf, von Rita hält seine Rucksack. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht uns dir gefällt. Pippi Langstrumpf, von Rita hält seine Rucksack. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht uns dir Magdeburger Braunkohletagewerk. Ist hier flutet. So, was holen wir denn jetzt, Nico, für DVDs? Nico, erzähl mal, was wir jetzt holen. Die haben noch Blu-ray, wa? Ah, nee. Aber was wir noch nicht kennen? Wie, was wir noch nicht kennen? Ich kaufe da nicht irgendeine Scheiße, die ich dann wieder in den Müll werfe. Nee, natürlich nicht. Wir sind hier bei Serien. Ach, das ist alles Serie? Wir sind Filme. Ja, aber kein Blu-ray, geht ja nicht. Wir brauchen DVDs. Stinken. Na, hier hast du DVDs. Stinknormale DVDs. Das war's? Was denn? DVDs? Ne, hier ist doch alles voll. Boah, boah. Gran Torino. Oh, auch geil. Mega geil, ne? Auf jeden. Gangster. 7. Oh, mega geil, ne? Ja. Also richtig geil. Call of Duty. Okay. PlayStation anstöpseln. Snuff? Ey, das Snuff? Ja, ist das von früher, das Ding? Nee. Ist neu. Das ist so ein Z-Movie. Scheiße. Ich dachte, es wäre das neue. Der alte. Sony 100 abschalten. Mad Max, ja. Ja, Fury Road ist richtig gut. Den kann ich sogar noch mal gucken. Hier. Like erst gesehen. Na, wenn dann aber den ersten. Der erste ist cool. Hangover. Oder Puff Control. Dann kann ich wenigstens für Graces mitnehmen. Das ist richtig gut. Du, er hat doch einen Disney-Film drin. Guck mal, die ganz alten Streifen. Na, Evil Knievel. Ey, und Howard the Duck. Ey, ich brauch das Ding auch die Box. Gibt's nicht mehr gerade noch eine. Ey, das ist ja meistens so, wa? Nimm dir denn nicht mehr eine. Wo hast du hier von? Erster Boxenstopp Braunschweig. Nach zwei. Weißt du, wie zu DDR-Zelten? Voll hässlich hier. Ja, voll hässlich. Richtig hässlich. Ey, wirklich hässlich hier. Wie Marzahn.
Wir haben Kunden aus Marzahn, das ist gut. Braunschweig fühlt sich hier hoch. Aber Benzin 1,43. Wie im Osten. Wie Hitlerzeit. Schinken-Käse-Croissant, zwei Stück, 1,50. Bei uns bezahlt sie für jeden 1,50. Mhm. So, ich hole mir jetzt auch so ein Wunderbar, glaube ich. Will man einen Nein? Ja, nimm ich den. Kein Wunderbar. Leute, es gibt nichts Krasses. Ich habe einfach DVDs gerade geholt. Das kann man hier gucken. Danke, Holger. Ab fressen und gucken. Und scheißen. Mehr. Zweieinhalb Stunden brauchen wir noch. Zweieinhalb. Ja? Zweieinhalb. Wir quatschen, ne? Mit Frauchen. Frauchen, guck da. Oh, Frauchen ist nur als Dani eigentlich. Was stand da drunter, Sascha, was? Was war denn das gerade? Sascha Vollhonk. Hab ich gerade. Was stand da gerade, Sascha, was? Sascha Blankenfelde sogar. Hast du Sascha Blankenfelde? Hab ich gelassen, weil du noch einen Blankenfelde. Jetzt musst du mal Sascha machen. Sag mal, was denn? Hier, dafür gibt's einen Knopf. Hör auf damit. Der Schlüssel ist einfach immer nur ein. Du guckst uns dann seit Filme. Tja, das ist Leben. Ja. So, ihr habt schon zwei Filme durch jetzt, oder was? Nee, was noch nicht. Nee, nee. Zwei? Drei Filme durch. Nee. Drei Filme. Nein, ist noch nicht fertig. Ist fast der zweite. Boah, da bin ich. Alter. Ja. Alter. Ich bin klitschnass. Ich freue mich auf die Dusche. Aber am geilsten wird erstmal, wenn die Frau sagt im Hotel, ihr habt gar keine Zimmer. Dann geht's ab in den See. Er wollte was fressen. Wo sind denn die Automaten? Schön, ein bisschen Automaten zocken. Dein Ernst jetzt? Klar. Vielleicht will ich jetzt 300 raus. Na, geht doch. Ist mal zocken. Was? Verarschen? Wie, keine Euro rein. Bist du behindert, Alter? Dann gehen wir zum anderen. Ich rede schon mit mir selber. Hurensohn, mach mal Beweismaterial, ne? Dass du dein Geld verspielst. Du weißt, dass Spielen süchtig macht. Ja, ich weiß. So, du hast jetzt 20 hast du jetzt reingemacht, ne? Ja, hier passiert jetzt hast du nicht. Nur noch 10,80. Ne, 10,60, ups. Hier passiert auch nichts, das ist. Das ist schon ein Albtraum, ne? Umbock hier. Hast du sowas, wenn da nichts passiert? Wenigstens Bücher sehen, muss ja nichts passieren, aber Hauptsache mal Bücher sehen. Achso, nee, du spielst ja diese Sonnendinger. Mann, mir reichen schon 20 Cent, zwei Kirschen. Hauptsache mal einen Gewinn kriegen. Aber eigentlich nur Langeweile? Ja. Wieso? Ich verdiene doch sowieso nichts an der Scheiße. Klar, wir haben gerade 300 Euro gewonnen. Genau. Wir haben 300 Euro gewonnen. Deine Mutter hat 300 Euro. Eine Erfahrung gewinnen wir. Du meinst sie? Belgien kenne ich nur von der Flandern-Rundfahrt. Vom Radsport. Du warst schon mal in Belgien? Nee, kenne ich nur von der Flandern-Rundfahrt. Und die spielen relativ viel Fußball. Ja, das haben wir. Ja. Achso, haben die gewonnen? Oder spielen die jetzt um 20 Uhr? Spielen jetzt 20 Uhr. Wer hat denn vorher gespielt? Gerade spielen. Polen gegen Japan und Polen Senegal gegen Nigeria, lass mich lügen, Alter. Nigeria hat schon gespielt, muss Senegal gewesen sein. Ja, Senegal gegen weiß ich nicht wen. Die haben schon gegen Polen gespielt. Hast du Wetten gemacht? Nee. Ja, das ist so eine Arbeit-Tipp-Runde. Achso. Polen hat gewonnen 1-0 und Kolumbien hat gewonnen 1-0. Oh. Achso, wolltet ihr nicht essen? Ja, Manu. Manu, willst du nicht mehr essen? Du hast nur 7,40 €. Ich glaube, ein Big Mac kostet 6 Euro. Ist nichts mit Burger King. Wollte schon sagen. Ja, das ist scheiße. Ich dachte schon, du isst sowas. Ja. Ich würde sagen, dass wir ein Bacon essen können. Willst du jetzt was essen, oder? Ich esse hier nichts. Bist du jetzt zum Zocken hier, nee, oder? Ich wollte eigentlich eine rauchen. Warum gammelst du denn hier drin? Okay. Weil ich noch 6,80 € habe. Ja, ne, wir gucken, ob er gewinnt. Ja, ich rauche auch eine. Aber hier passiert nichts. 20 Euro verloren fast. Ja, fast. Abwarten. Kennst du dich damit aus? Ein bisschen. Wobei, du hast mal in was? Wolltest du mal Platz, ne? Ja. Wie viel hast du da mal rausgeholt? 7.500. 7.500?
mit 90 Euro Einsatz. Krass. Aber das reicht jetzt, ne? Nee. Machst du hier rum hin? Ja. Der hier schluckt keine 2 Euro Stücke, warum auch immer. Den wollte ich nämlich als erstes haben. Siehst du? Der kommt nicht klar mit seinem Leben. Das ist natürlich schlecht. Der kommt mit keine Puffis. Ich hab alles schon. Oh! Da war gerade Spielpause. Ist egal. Sehr gute Taktik. Ich habe hier gerade was reingeworfen, jetzt du es natürlich wieder raus. Aber das Spiel gibt es ja natürlich nicht, was ich spielen möchte. Doch, gibt es. Gibt es ein Risiko? Ja, ja, war ich ja auch kurz. Ach! Bitte. Kannst du das? Ein bisschen. Oder auch nicht? Doch, doch. Abwarten. Aufs Tor in der Mensch, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich auch 2 verschiedene Paar. Und Nico, wo ist es so in Holland? Was? Wie ist es so in Holland? Holland ist der Oberhammer. Krieg meine Augen gar nicht mehr auf. Ja. Holland riecht voll nach Gras. Das ist schon ein krasser Hintergrund. Ich kann mir schon mal eine Tanke Gras kaufen, oder? Ja, bedingt nicht. Kannst du dir kaufen 20 Euro einfach oder doppelt für 25 Euro. Was? Und diese Autoadapter, was du so erzählt hast. Ja, am Arsch. Ja, so klar kannst du kaufen. Was haben die denn hier so? Du, krass. Guck mal, das ist schon ganz anders als in Deutschland. Wir müssen nicht Deutschland sein, wir sind hier in Holland. Krass. Ja, kauf doch mal irgendwas. Aber was? Die haben ja gar keine Süßigkeiten hier. Ach, da. Guck mal hier, die haben voll viel Gebäck. Ja. Warum essen die denn so viel Gebäck hier? Weil die das so machen. Das ist ja unglaublich. Oh, La Gritze, nicht dein Ernst. Oh, mir geht hier voll einer ab, ne? Guck mal hier, alles voll mit La Gritze. Der muss ich hier direkt mitnehmen, ne? Salmiak. Muss ich mitnehmen. Der geht mir richtig ab. Oh Gott, der geht mir richtig einen ab. Ja, kauft doch ein bisschen. Wie die das hier lieben. Ist hier Euro, ja. Steht auch drauf. Kann sein, dass hier wie algerische Rupien oder sowas sind. Geil. Lecker. Was ist das? Ja, das ist Luftschokolade. Ja, das ist nur wie Milka. Ja. Boah, ich muss so eine Salmiak-Dinger holen. Ja, doch, Mann, ich nehme das jetzt. Ist mir egal. Scheiß auf Diät. Morgen bin ich vielleicht tot. Vor allen Dingen, wie es heißt. Kleine Zackenrollers. Bestimmt jetzt gleich so ein Lagritz-Ding esse, fetzt mir bestimmt der Kopf weg. Achso, ich muss ja bezahlen. Hallo. 2,90 Euro, bitte. Gut, danke. 2,90. Hey, wisst ihr, was das Witzigste jetzt ist? Holländisch oder wie auch immer man das ausspricht, die reden doch auch so ein bisschen Deutsch, ne? Ja, klar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Deutsch kann oder ob ich mich mit dem unterhalten habe auf Holländisch. Verstehst du, was ich meine? Ja, natürlich. Weil ich halt immer so denke, ja. Weißt du, ehrlich, danke, so denke. Ja. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das Holländisch war oder dachte, ich bin Holländer oder ob das Deutsch war. Der wird schon die mitgekriegt haben, dass du nicht Holländisch bist. Ja, glaube ich auch. Vor allem, mir ist richtig abgegangen. Die haben nur Lagritze und Gebäck. Die haben nur Lagritze und Gebäck da drin. Hier habe ich gekauft. Lagritze, Salmiak-Lagritze, wo der Kopf wegfällt. Ist sowas nicht? Na klar, ab und zu mal. Richtig aber ganz selten. Richtig geil. Okay. Alles rein da. First time Holland? Oh ja, in Zeitlupe mache ich das Ganze. Holland? Oh ja, in Zeitlupe mache ich das Ganze. Schmeckt er denn holländisch? Schmeckt er gut? Oh ja, schmeckt bekämpft. Okay. Aber guck dir mal den Horizont an, wie geil es aussieht. Oder? Man könnte auch denken, dahinter wäre mehr. Endlich in Belgien angekommen. Guck mal, Radieschen Blue.
Oh, sieht aber nicht nach diesem Hass-Hotel aus. Alter, guck mal da oben. Hier kannst du die ganze Skyline kicken. Wo soll denn das sein? Wir finden einfach das Hotel nicht. Vielleicht ist es doch hier neben Copa. Da steht auch wieder Hotel. Guck mal, da steht Hotel. Aber... Oh, da haben die einen neuen Namen. Da ist Parkhotel. Kannst du den nicht nochmal anrufen? Klar. Ach, da hast du Hotel, links. Da steht's. Das Schild. Ja. Hier, das kleine gelbe Schild. Hier. Ja. Das siehst du gar nicht. Hier. Die Helme. Du bist auf der anderen Seite schon. Hier, da ist es. Hier, Hasshotel. Nein. Naja, das wären auf jeden Fall keine Deluxe-Betten. Ey, bist du weit? Wir fahren dann trotzdem hier einfach rum. Ja. Die Kreuzung hier vorne. Sieht echt aus wie Malle. Ich glaube, jedes Ausland sieht aus wie Malle. Ich finde es hier gerade, guck mal, ist richtig krass. Also hier ist auf jeden Fall Party gewesen vorhin, siehst du? Aber ich muss sagen, ist krass. Ja, das ist hier, ist denn der für eine Kamera? Was ist denn da los? Total Schadending. Was fehlt mir denn? Na, er filmt. Aber was? Das viel geiler ist, dass du hier schön essen kannst. Und Eis, perfekt. Das können die Belgier aber sehr gut, habe ich gehört. Outlet Hustle. Oh. Verboten. Ich habe ja fette Beine. Guck mal, ich hab ich auch gerade gesehen. Was ist denn das? Wie, da pissst du jetzt so rein? Ach, Quatsch. Das ist eine Toilette, oder was? Ey, willst du mich verarschen? Du pisst doch jetzt nicht da einfach rein. Ich kann dir sagen, dass wenn wir hier einmal Scheiße bauen, sind wir richtig gefickt. Die pissen sogar hier in so eine öffentlichen Dinge. Hast du gesehen? Du stellst da hin und pisst da rein. Guck mal. Es muss hier irgendwo sein, aber wenn hier auch ein Tattoo-Auto steht. Mann. Ja. Dann frag doch einfach mal die Puppen, wo das ist. Das ist doch geil, die. Ja, aber. Wo kommt der eigentlich ursprünglich her? Das ist ein Belgier. Kann es sein, dass es das Hotel ist hier? Nee, das ist Park Inn. Also wenn es das ist, dann zahle ich dir 800 Euro für 3 Tage. Dann zahle ich 8 Euro für 3 Tage. Also 800 Euro, aufgeteilt. Ja, trotzdem. Deluxe, was ist denn hier dran? Deluxe? Wieso, von außen? Das sieht aus wie Palast. Palast Schöneberg. Was ist denn das? Radieschenhotel. Radieschenhotel. Das Radieschenhotel. Alter. Und daneben ist Meerrettich. Alter. Jetzt mal nochmal. Nee, wir fangen jetzt mal von vorne an. Das ist jetzt hier bei Hänsel und Gretel. Ja, Hänsel und Gretel. Hier. Hasshotel. Hasshotel. Nach links. Nach links. Okay, machen wir. Nach links. Pass mal auf, wir müssen nach links und dann links rum. Na, das geht doch nicht links rum. Ja. Na klar, hier geht's ja auch nochmal da rein. Oh, Scheiße. Wo ist die Kamera? Na, da oben. Ja, ja. Machen wir unsere Tür auf hier. Ich wollte unser Zimmer. Nee, lass mal, nee, war so. Oh. Kaputt. Eigentlich andersrum. Ja, aber das geht nicht. Mach doch. Bestimmt, weil du deine reingesteckt hast. Nein. 100 Pro. Steht da 17 drauf, oder? Ja. Ja, so mal die 16. 100 Pro, weil er seine reingesteckt hat. Quatsch. Irgendeine Scheiße wieder gebaut. Salat, zeig mal hin. Salat, du. Muss aber so rum und dann so. Also auch mal unten nochmal. Ja, muss nochmal nach unten gehen. Wir wollten ja eh nach unten. Genau. So. Mann, ey. Ja. Oder bist du da irgendwo auf dem Drehstreifen? Nee, bin ich nicht. Was? Das ist weil der Trottel seine da reingesteckt hat. Ja, dann dürfte ja nie einer hinkommen, wenn sich mal einer vertippt. Oder ist die falsche? Aqua. Ja? Wo ist denn hin, Alter? Aus wie so, ist aus wie ein Tor zum Himmel, Alter. Was machst du denn mit Fahrspielen? Wenn man das oben eigentlich... Was ist schon?